Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Der Flughafen BER ist das wichtigste Infrastrukturprojekt dieser Region. Er ist die größte Blamage Berlins und Brandenburgs, und er ist die größte Fehlleistung dieser Koalition und des regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit. Vor nunmehr 22 Monaten, lassen Sie sich das noch einmal auf der Zunge zergehen, wurde die Eröffnung abgesagt. Und ich glaube, es ist auch heute eine gute Gelegenheit, da noch einmal zurückzuschauen und zu gucken, was ist eigentlich seitdem passiert. Und was hat der regierende Bürgermeister und haben die anderen Vertreter Berlins in den Gremien eigentlich gemacht? Herr Wowereit, Sie sind ja ein guter Taktiker. Aber es reicht nicht, wenn man in Drucksituationen, in Wahlkämpfen oder in Parlamentsdebatten einmal glänzt, sondern ein Großprojekt braucht eine Strategie. Strategie braucht man beim Schachspielen, beim Militär und vor allen Dingen in der Wirtschaft. Wenn man ein Unternehmen zum Erfolg führen will, dann braucht man Strategie, und diese Strategie haben Sie nicht. Wenn wir uns das mal anschauen: Im April 2012 saß der Aufsichtsrat zusammen. Hauptpunkt war, wie ist das Menü bei der Eröffnungsfeier, wo sitzt die Kanzlerin. Die technischen Probleme, die am Rand vielleicht vorkamen, wurden für lösbar erklärt. Alles war in Ordnung. Im Mai die Absage. Sie waren überrascht. Und was man als Taktiker macht, man handelt schnell, entschlossen und falsch. Sie haben die Techniker entlassen, alle Nicht-Techniker im Aufsichtsrat haben alle Techniker rausgeworfen, in der Annahme, dann würde man schon irgendwie ein technisches Bauwerk alleine hinkriegen. Meine Damen und Herren, wenn man sich das noch mal heute überlegt, und das würde ich auch ganz gerne mit Ihnen hier diskutieren, Herr Wowereit, ob das nicht einer der größten Fehler war und der Anfang vom Ende Ihres Krisenmanagements, das diesen Namen ja überhaupt nicht verdient. Sie haben im Juni 2012 Herrn Ammann geholt. Super, ein Experte, der schon Flughäfen gebaut hat, der kann das. Aber die Begleitung, die strategische Begleitung durch den Aufsichtsrat, die hat gefehlt. Sie haben keine Änderung vorgenommen. Im Aufsichtsrat war nach wie vor niemand, der überhaupt mit Herrn Ammann diskutieren konnte über die technischen Probleme. Es war niemand da, der den an die kurze Leine hätte nehmen können, der mit ihm darüber reden können hätte können, was ist eigentlich jetzt als nächstes zu tun? Wann wollen wir fertig werden? Was sind die Schritte bis dahin? All das hat gefehlt, keinerlei Änderungen. Sie haben gedacht, und das ist taktisch, Sie haben gedacht, jetzt haben wir einen, der macht das, der regelt alles für uns, und wir warten auf die nächste Eröffnungsfeier. Wunderbar. Aber es hat nicht funktioniert. Sie haben im September neue Eröffnungstermine bekommen. Sie haben im Januar 2013 eine neue Absage bekommen. Und Sie haben dann auch wieder, wir können uns da gut noch daran erinnern, an die Debatte über das Misstrauensvotum hier. Sie haben auch wieder taktisch reagiert. Sie haben Professor Schwarz entlassen, Sie haben den Aufsichtsrat, den Vorsitz an Herrn Platzeck geschoben, später wieder zurückbekommen. Alles kurzfristig gehandelt, aber keine Strategie. Keine Strategie, BER fertig zu bauen, keine Strategie, gemeinsam mit Brandenburg, gemeinsam mit dem Bund Lösungen zu finden und dieses Projekt wirklich zu einem Erfolgsprojekt werden zu lassen. Bisher ist es die größte Blamage und Ihre Fehlleistung. Und dann haben Sie wieder taktisch Herrn Mehdorn geholt, vor einem Jahr. Und Sie haben gedacht, Mensch, das ist ein Macher. Der hat Qualitäten, der kann was durchsetzen, der hat Ideen. Und die wichtigste Aufgabe, das merkt man an jedem Tag, mit seiner Bahnerfahrung ist er ein guter Prellbock. Herr Mehdorn, der hat Sie und die anderen Mitglieder des Aufsichtsrates aus der Schusslinie genommen und fängt alles ab mit seinem breiten Rücken, jede Kritik, jede öffentliche Aufregung, und nimmt Sie raus, und Sie können jetzt hier gemütlich lächelnd sitzen und so tun, als ob alles, was irgendwie seitdem passiert ist, Hartmut Mehdorn verantwortet und Sie haben gar nichts damit zu tun. Meine Damen und Herren, das ist die ganze Zeit uns hier so aufgetischt worden. Die Geschäftsführung ist verantwortlich. Natürlich ist die verantwortlich. Herr Kreins wird uns das nachher noch einmal erklären. Aber Sie sind der Chef. Sie sind der Aufseher. Sie müssen dafür sorgen, dass dieses Projekt wirklich ein Erfolg werden kann. Und danach sieht es bisher leider nicht aus. Das Erste, was Herr Mehdorn gemacht hat, unter Ihrer Nichtaufsicht, er hat die Tegel-Debatte angefangen. Das Zweite, was er gemacht hat, er hat eine Debatte darüber angefangen, ob man nicht am Pier Nord einen Sparbetrieb machen könnte. Haben Sie ihn dabei unterstützt? Haben Sie eine Risikoanalyse gemacht, ob das eigentlich geht? Haben Sie im Aufsichtsrat sich eine eigene Einschätzung dazu machen lassen? Ja, vielleicht auch mit Herrn Henkel zusammen. Das ist die Frage. Nein, das haben Sie alles nicht getan. Sie haben den machen lassen und haben zugeguckt, wie er am Schluss gescheitert ist. Ähnlich bei der Frage der Sanierung der Start- und Landebahn der nördlichen. Sie haben sich darüber unterhalten, aber haben Sie das ernsthaft geprüft? Haben Sie gesagt, das ist eine Chance, das ist eine gute Idee, wir unterstützen den Mehdorn? All das haben Sie nicht gemacht. Sie haben ihn nicht unterstützt, Sie haben ihn aber auch nicht aufgehalten. Das wäre ja auch eine Alternative gewesen, Herr Wowereit. Sie hätten ja sagen können, Mensch Mehdorn, das ist eine blöde Idee. Du kannst nicht erklären, wir eröffnen hier eine Start- und Landebahn und der Lärmschutz ist nicht da. Die Fenster sind nicht da, die Lüfter sind nicht da, die sind nicht eingebaut. Nein, all das haben Sie nicht gemacht. Sie haben es laufen lassen, Sie haben nicht kontrolliert, Sie haben keine Strategie und deshalb musste auch dieses Projekt schiefgehen. Und jetzt wird schon darüber diskutiert, ob Herr Mehdorn der Richtige an der Stelle ist oder ob man noch jemand anders braucht. Sie werden wahrscheinlich keinen finden, Sie müssen mit dem klarkommen. Und da kommt unser Hilfsangebot, Herr Wowereit. Wir wollen Ihnen helfen. Wir wollen Ihnen helfen und deswegen haben wir diesen Antrag hier heute eingebracht. Sie brauchen fachkundige Unterstützung. Vor einem Jahr hat uns hier Herr Saleh erzählt und auch Herr Graf, der Aufsichtsrat, das würde jetzt ein Gremium werden, das wird aufgewertet. Da kommt technische Expertise rein. Möglicherweise haben Sie das überhört oder die haben Ihnen nichts zu sagen. Ich dachte mal, Herr Saleh ist hier so eine Art Chef von Ihnen. Ist aber nicht der Fall. Also, die Expertise in den Aufsichtsrat ist nicht gekommen, die muss offensichtlich von der anderen Seite kommen. Deswegen schlagen wir Ihnen vor, machen Sie einen Beirat mit Experten, die Sie auch bezahlen, die all das, was Sie selber nicht überblicken können, für Sie übernehmen und dem Aufsichtsrat helfen, tatsächlich dieses Unternehmen zu beaufsichtigen. Das ist nämlich die vornehmste Aufgabe eines Aufsichtsrats und eines Gesellschafters Land Berlin dazu. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir wollen einen Statusbericht sehen. Wir haben in den letzten 2 Jahren von Ihnen hier nichts erfahren über Einzelheiten, was da läuft. Wir haben nichts erfahren, wie es weitergeht. Sie weigern sich inzwischen überhaupt, Termine bekannt zu geben. All das liegt nicht vor. Das wollen wir von Ihnen haben, das wollen wir von Ihnen sehen. Und wir wollen Ihnen mit dieser Unterstützung helfen, irgendwann doch noch BER fertig zu kriegen. Wann das sein wird, diese Antwort erwarten wir von Ihnen. Dankeschön.